Hallo ihr Lieben, ja, ich arbeite gerade an einem Mini-Album und brauche dazu noch ein paar Stempelabdrücke, die ich mal ganz schnell kolorieren wollte. Und da ich diese mit meinen Distress-Oxid-Kissen kolorieren wollte, habe ich mir gedacht, ich schmeiß einfach mal die Kamera an und wir machen das zusammen. Ich habe das auf einem amerikanischen Sender gesehen. Da wurde ganz oft mit Distress-Kissen koloriert. Und da habe ich mir gedacht, das testen wir doch mal, wie gut oder schlecht das so funktioniert. Ich habe mich für dieses Stempelset vom Action entschieden. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal ohne Stempelhilfe. Einen halbwegs brauchbaren Stempelabdruck hinzubekommen. Das ist doch schön. Dann brauche ich den hier noch. Wenn man die Stempel zum ersten Mal benutzt, dann kommt man sie kaum von der Folie runter. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Die Stempel schnell wieder hier drauf. So, und ich habe mich jetzt für diese vier Farben entschieden, weil diese Farben auch ja in meinem Album wiederkommen. Ein Lila, ein Pink und ein ja Mint. Also das sind die Farben Shaded Lilac, Hickory Smoke, Evergreen Bow und Picket Raspberry. Genau. Und wie machen wir das? Ich mache das zum Beispiel, ich habe ja hier meine tolle Glasplatte. Da gebe ich mir einfach von den Farben was drauf. Und das reicht eigentlich auch schon. So, ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Dann benutze ich meinen Wassertankpinsel, den ich mal ganz kurz laden muss. So, und eigentlich, also nicht wundern, ich habe es auch noch nicht gemacht. Nehmen wir jetzt Farbe auf. Ach, dieser Pinsel ist nicht so schön. Wir können dann unser Motiv ganz normal in der Aquarelltechnik kolorieren.
Also ich werde mir mal kurz einen anderen Pinsel holen. So, ich habe mir jetzt mal einen ganz normalen Pinsel geholt. Denn der Wassertankpinsel war jetzt nicht so dolle. Ja, und ihr seht, das funktioniert richtig gut. Die Farben werden richtig kräftig und ja, einfach total klasse. Und schon wieder haben wir etwas dazugelernt. Wieder eine Variante, wie wir diese tollen Stempelkissen benutzen können. Jo, das war's auch schon. Ihr seht, das geht auch relativ schnell. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.